Mensch ist mehr. Die Sportlerin, die immer das kleine bisschen mehr leisten muss. Der Sportler, lange ungerecht verglichen, nur in der Altersklasse. Ein Kampf auf allen Ebenen. Und dann die Freiheit im Para. Ein Es geht, was vorher nicht gewollt war. Mensch ist mehr. Ein Foto, das du nicht gewollt hast. Die Frage nach dem Wie und Warum. Lächel doch mal, ich hab doch nur gefragt. Ich hab doch nur geschaut. Mensch ist mehr. Es ist dies immer kleine Trotzdem, das dich begleitet. Dieser eine Stempel, der sich nicht abwaschen lässt. Es ist die Zuschreibung von außen, die du nicht abschütteln kannst. Mensch ist mehr. Du bist mehr als all das, was sie sagen. Ein Du bist doch gar nicht. Und ein Ach doch. Das Üben in Widersprüchen, nicht in sich selbst, sondern bei Krankenkassen. Ein gegen die Wand jeden Tag. Mensch ist mehr. Von so siehst du gar nicht aus zu so sieht das aus? Ein zu viel an Fragen. Geht das? Kannst du? Muss das sein? Mensch ist mehr. Es ist dies immer kleine Trotzdem, das dich begleitet. Dieser eine Stempel, der sich nicht abwaschen lässt. Es ist die Zuschreibung von außen, die du nicht abschütteln kannst. Mensch ist mehr. Du bist mehr als all das, was sie sagen. Stell dich nicht so an. Du lügst, du betrügst. Man glaubt dir nicht. Immer wieder erklären, immer wieder einstehen. Im Alltagsprozess die Anwältin in eigener Sache. Mensch ist mehr. Das Übersehen, übersehen werden, übergangen werden, aussortiert und dennoch eingepackt in Watte. Aber nur, weil es praktisch ist. Mensch ist mehr. Es ist dies immer kleine Trotzdem, das dich begleitet, dieser eine Stempel, der sich nicht abwaschen lässt. Es ist die Zuschreibung von außen, die du nicht abschütteln kannst. Mensch ist mehr. Du bist mehr als all das, was sie sagen. Da ist ein Funke, ein Leuchten, eine Bewegung. Da sind Vorbilder und ein Meer an Möglichkeiten. Da ist eine Zukunft. Mensch ist mehr. Da ist Respekt und Augenhöhe und da ist Sicherheit. Ich kann das doch. Ich kann das mit. Da ist kein Trotzdem. Mensch ist mehr. Ist mehr. Ist mehr. Wir beurteilen Menschen oft aufgrund eines Teils ihrer Persönlichkeit und ihres äußeren Erscheinungsbildes, ob gewollt oder nicht. Eigenschaften, Fähigkeiten und Ressourcen werden aufgrund von Oberflächlichkeiten, Stereotypen, Klischees oder womöglich einfach nur aus Zeitmangel nicht wahrgenommen. Dies trifft vor allem auf Menschen mit Behinderungen zu, und zwar unabhängig davon, ob sie eine sichtbare oder nicht sichtbare Behinderung haben. Wir möchten mit unserer Kampagne dazu beitragen, den Blick auf Menschen mit Behinderungen in all ihrer Vielfältigkeit zu weiten und mehr als nur einen Aspekt ihrer Persönlichkeit zu würdigen, weil Menschen einfach mehr sind, als man sieht. Ich bin Johannes Schweizer und gemeinsam mit unseren Projektpartnern und Partnerinnen haben wir uns diese Fragestellung gewidmet und das Projekt Mensch ist mehr ins Leben gerufen. In diesem Rahmen haben wir 31 Menschen mit sichtbaren und nicht sichtbaren Behinderungen nach ihren Lebenserfahrungen befragt und herausgefunden, was sie persönlich als das Besondere am Menschsein empfinden. Die Ergebnisse unserer Gespräche wurden schließlich zu einer eindrucksvollen Ausstellung zusammengeführt. Gib die Hand für leichte Sprache, Teilhabe ist eine geile Sache. Ich bin kein verbitterter Behinderter, eher so der Lebemann von nebenan, mit dem man was erleben kann. Ich beteilige mich an der Kampagne, weil ich es richtig und wichtig finde, dass Menschen mit sichtbarer und nicht sichtbarer Behinderung mehr in der Öffentlichkeit gezeigt werden. In unserem Alltag begegnen wir sehr vielen Menschen und dabei laufen wir oft Gefahr, dass wir mit Vorurteilen die Menschen konfrontieren bzw. die Menschen dann auch entsprechend behandeln. Und es ist total wichtig, dass vor allem bei Menschen mit Behinderung wir letztendlich über den ersten Blick hinausgehen und auch den Charakter dieser Personen kennenlernen und verstehen, die Eigenarten der Personen, die über die Diagnose hinausgehen, auch verstehen wollen, um nicht zu viel zu urteilen, ob jemand aufgrund seiner Behinderung vielleicht etwas kann oder nicht kann. Weil meistens können behinderte Menschen alles, was sie machen wollen, nur eben vielleicht auf ihre Weise. Wie würdest du gerne von deinen Mitmenschen angesehen, angesprochen und behandelt werden?
angesehen als Mensch, angesprochen als Dominik. Nur Dominik, also nicht der Dicke, der Schöne, der Große, der Kleine, der Weiße, der Schwarze. Einfach nur Dominik. Ich wünsche mir, dass ihr uns offen gegenüber seid und unsere Geschichten ernst nehmt. An meine Mitmenschen habe ich die Botschaft, dass das Beste ist, mit Menschen mit Behinderungen genauso umzugehen, wie man mit allen anderen nicht behinderten Menschen auch umgeht. Ich hoffe, dass diese Kampagne etwas zur Sichtbarkeit und zur Normalisierung von Menschen mit Behinderungen beitragen kann. Hi, ich bin Cindy und ich bin taub. Wir gehörlose Menschen können nicht hören lernen, aber dafür könnt ihr Gebärdensprache lernen. Es wäre noch ein kleiner Tipp, wenn man als Mensch etwas menschlicher wird. You to fall, and I know it make no sense, cause you walked out the door, but it's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous, must be month, for some reason I just can't get over us, and I'm strong at the day, yes, yeah, enough is enough, no more walking round, my head down, I'm so over being blue, crying over you. Yeah. Meine Botschaft für meine Menschen. Ey!